Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße es jetzt kommen in War Thunder. Ja, das Farm geht wie gesagt weiter. Bestes Deck hier, derzeit bei Briten jetzt 3-0. Wir sind von 1-7 auf 3-0 gerutscht. Ihr könnt hier ein paar 2-7er ja mitnehmen, aber es sind nicht alle gut. Also der erste Valentin mit seiner 4 cm Kanone könnt ihr eigentlich eher knicken. Wortwörtlich, der tut im 3-0er einfach nichts anrichten mehr. Ja, der hat ja nicht mehr so den Durchschlag, den ihr benötigt. Was ihr mitnehmen könnt, ist hier der Crusader. Okay, der hat nur 5-7er Kanonen dabei, aber kann doch recht gut noch arbeiten. Ne? Ja, dann gehen wir mal die Liste durch. Der allererste Churchill, obwohl ich da sagen muss, haben die Konstrukteure irgendwie einen Fehler gemacht. Das haben sie auch im späteren Fall dann korrigiert, aber das hätten sie vorher gleich tun sollen. Die schwere, gefährliche Kanone ist unten montiert statt oben. Ja. Das ist irgendwie, naja. Ja, also die böse Kanone ist da und die etwas zu leichte Kanone ist es nicht. Es ist schwierig mit ihm zu arbeiten, muss man schon sagen, auch wegen seiner Trägheit, seiner Geschwindigkeit. Aber ich sag's mal so, wenn der erstmal in den Frontbereich, also erstmal an der Front angekommen ist, ne, könnt ihr doch recht gut mit ihm arbeiten. Ihr müsst halt, um die große Kanone nutzen zu können, links, rechts mit dem Fahrzeug selbst machen. Also das Ding kann nicht so viel hin und her schwenken, ne? Die untere Kanone ist leider nicht mit drin. Dafür ist es eine 7,6 cm Kanone und ihr habt noch eine 4er mit dabei. Also ihr könnt doppelt schießen, ne? Ihr habt zwei Kanonen und könnt doppelt schießen. Munitionstechnisch sieht das ein bisschen komisch aus. Hier habt ihr nur eine HE drin in der 76er. Ja, das ist eher irgendwie blöd. Ja, da steht auch nur 10 mm Durchschlagsleistung. Aber man muss überlegen, das Geschoss selbst hat schon ein ordentliches Gewicht. Dann noch die Geschwindigkeit mit drauf geschmettert. Also es kann schon zu mehreren Schaden kommen. Und es kann aber auch sein, dass ihr einfach nur die Panzerung auf der Gegenseite ein bisschen anbrutzelt. Aber ich sag's mal so, die meisten schießen ja sowieso in den Bereich des Turmes, also das Geschütz könnte zerstört werden. Oder Geschützverschluss, wie immer, ne? Ja, hier sieht es bei der Viererkanone natürlich ein bisschen anders da aus. Da ist die stärkste Munition momentan drinne. Gut, die allergrößte Munition ist die APHE hier, aber die hat dann auch nicht mehr so die Leistung mit 36 mm. Das ist jetzt gar nichts. Hier kommt dann nochmal 46 raus bei 1000 Metern. Das ist deutlich mehr. Also, ich sag mal so, die und die einpacken, das geht. Und hier, okay, ja, gut, den Rauch, nicht jeder verwendet den, ne? Also rauchtechnisch ist nicht jeder mit von der Partie. Ja, ich habe eine Flak mit dabei. Ab hier geht es schon mit den perfekten Flaks los bei den Briten. Die haben schon ein paar tolle Fahrzeuge, flaktechnisch gesehen. ACMK2AA, der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mit dem kann man, wie gesagt, Flugzeuge abknallen. Panzer würde ich damit jetzt nicht anfrecken wollen, auch wenn es eine 2 cm Kanone ist, ne? Und munitionstechnisch, also APT, ne? Das ist eine panzerbrechende, mit der könnt ihr natürlich, wie ihr seht, bei 500 Metern 30 mm noch durchschlagen. Also ihr könnt seitlich am Panzer ranfahren und seitlich reinrotzen, aber ich würde eher für Flugzeuge nehmen, ne? Mal dazu. Und ihr könnt natürlich auch eine HE verwenden gegen die Flugzeuge. Hat eigentlich auch einen ganz guten Effekt, ne? So. Ja, der Cromwell. Der Cromwell 5. Ich muss nicht viel zu dem Fahrzeug sagen. Er ist einfach beliebt. Er ist nice. Er kann wirklich seine Arbeit. Und er hat eine sehr starke Kanone. Wir haben hier eine 7,5er Kanone mit entsprechender Munition. Wie ihr seht, die erste, ja, die ist jetzt, ja, 67 mm, das ist jetzt noch nicht so der Burner. Die M61 Shot, die geht bei 77 mm, bei 1000 Meter Entfernung geht die wirklich voll durch. Die kann man richtig gebrauchen. Die Standard kann man nehmen, aber ich würde dann eher die hier nehmen. Da zahlt man vielleicht ein bisschen oben drauf, aber andererseits hilft das einem, ne? So, Matilda, ein sehr schwieriges Fahrzeug, sehr schwer zu durchschlagen. Zumindest auf dem Rating hier 3.0, 75 mm Panzerung, also rundrum. Das ist schon ganz nice. Leider nur eine 4 cm Kanone. Aber was die Kanone halt einfach nicht rausholen kann, macht trotzdem die Panzerung irgendwie wieder wett. Ne? Also an dem Ding schießen sich manche schon die Zähne aus, regelrecht. Entsprechend seid ihr auch langsam. Also 25,5 Meter pro Sekunde
nicht Meter, km/h, Entschuldigung, Meter pro Sekunde, das wäre geil. Ja. Also 25 km/h ist da, ja, leider sehr geringfügig, aber ja, munitionstechnisch, gut, hier ist nicht viel Auswahl. Die hier scheint nicht so schlecht zu sein, aber dann auch wieder 36 mm, also ja, irgendwie schade. Alle APHE-Granaten oder fast alle bei den Briten haben irgendwie eine schlechtere Durchschlagsleistung. Und hier die Wuchtgeschosse, die sind natürlich ein bisschen stärker veranlagt. Aber gut, das ist eine 4 cm Kanone, also, ne? Aber trotzdem hält das Ding ordentlich was aus. Der Valentin MK10, besagt MK11, ne? Also ihr seht ja nur ein X und einen Strich. X ist eine 10, das sind römische Zahlen, und die 1 dazu, ne? Also 11. Die 11. Version, davon gab es so viele Ausführungen. Also Valentin, da gibt es eine Menge Versionen von. Und diese hier ist eigentlich aus meiner Sicht sehr, sehr gut mit der 7,5er Kanone. Gut, etwas, ja, doch, die Panzerung ist recht gut bei 60, 65 angelegt. Etwas langsamer, wie man sieht, 26,7 km/h. Aber er ist halt schon stark. Munitionsauswahl gibt es hier nicht große. M61 ist eigentlich euer bester Freund. Na, könnt ihr eigentlich gut verwenden. Daher, ja. Und eventuell der Crusader mit dabei. Ja, werde ich nutzen. Eventuell, er ist nicht schlecht. Crusader ist nicht schlecht. Allein schon wegen diesem Turm. Der Turm, also wenn hier jemand seitlich drauf schießt, manchmal prallen die Geschosse ab und dann war's das. Munitionstechnisch brauche ich da nicht viel drauf einzugehen. Hier sind ein paar gute dabei, aber MK9 ist gar nicht mal so schlecht. Wie ihr seht, auf 1000 Meter Entfernung, 84 mm, kann man damit sehr gut arbeiten hier. Gut, die MK8 geht auch, aber die hier, die ist wirklich wertvoll. Also, ja, auch wenn die kein Sprengstoff mit in sich führt, aber die Briten setzen ja sowieso viel mehr auf AP, also auf panzerbrechende Munition, ne, auf diverse Wuchtgeschosse. Irgendwann natürlich nicht mehr, dann geht es natürlich ein bisschen mehr mit Sprengstoff und alles ab. Aber so der Anfang bei ihnen ist halt schon mit mehr so AP-mäßig. Ne, panzerbrechende Munition halt veranlagt. Oh, das wird interessant. Übrigens, meine Prognose wegen Rating 3.0, man könnte hier schon in den 20.000er Bereich von Lions kommen, ne? Könnte. Ihr seht, es gibt auch kein, habe ich auch kein Premium-Fahrzeug diesmal mit dabei. Es gibt halt auch wirklich kaum so richtig gute Auswahl, was das angeht. Daher. So. Die beste Munition hat natürlich hier wieder. Ja, es kann auch sein, dass sich das wieder auf Standard gesetzt hat. Das ist auch der Fall, also auch möglich. So, trotzdem. Ich werde erstmal mit der Matilda durch die Gegend huschen. Dich würde ich nicht mitnehmen, Munition. So. Erstmal mit der Matilda Richtung A versuchen. Wer weiß, vielleicht könnte ich den Gegner sogar schön in die Flanke reinrasseln. Ist ein bisschen schwierig, aber lässt sich eventuell machen. Was sind da ein paar Fahrzeuge? T-34 schon da. Na, herzlichen Dank auch. Ich werde schon wieder aufgestuft. Ihr habt ja gesehen, im Rating 3.0. In der T-34 ist Rating 4.0. Also ich werde wieder hochgestuft, weiß der Teufel warum. Aber es ist nun mal so. Was soll ich sagen? Das kommt und es geht. Es kommt und es geht. Ja, viele Panzerfahrer da draußen meckern über die Situation, dass man immer aufgestuft wird und man versteht die Situation nicht und was soll ich sagen, Regen hat seine Gründe genannt. Ich finde es Schwachsinn, aber ich kann höchstens ihre Vorgehensweise nur bemängeln. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann nichts dran ändern. Oh, du traust dich mit deinem Catwatch aber hier ganz schön was, Junge. Mit dem Reservefahrzeug in 3-0er Gefecht. Tja, entweder weiß er es nicht besser, möglich ist es, oder er hat wirklich Eier. Okay, wo ist der Panzer? Der ihn wenigstens markiert sehen würde. Wir können ja hier ohne weitere Probleme, können wir ja durch die Gebäude schießen.
ich immer noch dabei hinzugeschlagen. Ich hocke hier auf eine verdammt gute Position. Alles, was jetzt kommt, kann ich vernichten. Die hocken da hinten mit diesem Stein. Oh, da ist ein ganz Sturmgeschütz. Was ist das? Eine 75er. Merkt euch diesen taktischen Aspekt, Leute. Das ist wirklich wertvoll. Hey. Was ist denn hier, mein Freund? Hä? Was ist denn da? Ach! Das bin ich hier im Ersatzmann. Dabei. Hä? Ah! Ich auch geraten habe. Oh! M24? Wo bist du durchgekommen? Den Schuss müssen wir uns mal angucken, weil... Okay. Seltsam, aber gut. Ja, komm, wir gehen mit dem Valentin, gehen wir kuscheln. Churchill wäre jetzt auch eine interessante Sache, aber weil... Weil hier so... Ja, schade. War ein Versuch wert. Weil hier so die Situation gerade ist, dass manche in den Flanken hocken, kann ich da leider den Schutz des Churchill nicht gewährleisten. Oh, gut. So, eine Runde fliegen, mal gucken, was rauskommt. Oh mein Gott! Das Beste vom Besten. Ja, das ist meiner. Verpiss dich. Das ist noch ein zweiter. Das ist noch was. Aha. Da ist eine KI oder sowas. So, was haben wir denn hier? Einmal das da, bisschen antracken. Ich krieg nur eine Abschlussung. KV1. Okay, jetzt wird es ein bisschen, wird ein bisschen komisch hier. So. Jetzt wird es ein bisschen seltsam, weil KV1, der ist schon 4-0. Das ist ein bisschen komisch. Das sollte ja nicht so der Fall sein. Gut, wie gesagt, ich bin da aufgestuft worden, aber es ist halt trotzdem... gerade schön aufgestuft wird, so aufgestuft wird. Was soll ich da noch sagen, Leute? Ist halt scheiße. Ist halt echt scheiße, dass ich immer wieder mal aufgestuft werde und man versteht einfach den Sinn dahinter nicht. Sehr schwierig durchschlagen. Überhaupt. Es wird schwierig sein, da durchzukommen.
Ja. Okay, da soll was sein. Na, da ist auch was. Wieso wird's nützlich? Ja, da kann Artillerie mehr. Vielleicht könnte ich jetzt zum A reinfahren, aber nee, da wird eine Pumpe. Okay, wieso? Die will hierher. Ehrlich bin, die Schlacht gerade fast eigentlich. Deutsche gegen Briten im Sinai. Das passt. Mach mal die Suhr da hinten weg. Die macht mir etwas Angst, wenn wir sie nehmen wollten. Ah, die Suhr ist weg. Au. Und das war eine doofe Idee. Der wird mich jetzt mit dem letzten Schuss geschlagen. Sag ich doch. War ein bisschen zu gierig. Aber ich habe halt die Hoffnung gehabt, dass er drauf geht. So. Ich werde jetzt für meinen Teil trotzdem den hier nehmen. So. Sehr schön. Denn, na, ich sag mal so. Geht so lala mit der Schlacht. Und wenn der Gegner jetzt mit mehr Flugzeugen kommt, also jetzt deutlich mehr Flugzeuge gewählt werden, dann wäre das nicht so gut für uns. Okay, ich nehme das Solala zurück. Ach du Scheiße, dem geht's gar nicht gut. Aber nur ein bisschen. Das ist ein kackendreister Vogel, ey. Fährt direkt da auf Weg auf. Tut so, als wäre keiner um ihn herum. Irgendwo soll hier ein Flugzeug sein. Und gar nicht. Da hinten ist ein... Oh oh, da ist ein 105er. Ah, da muss ich Rückwärtsgang machen. Das Ding kann ja sehr, sehr schnell sein. Wir nehmen nochmal zu. Es ist ein Typhoon drin, aber ich sehe. Ah, da ist sie. Na gut, das weiß ich, das ist zu einfach. Ja, mal gucken, was jetzt rauskommt bei dem ganzen entscheidenden Schlag bekommen noch. Das ist geil. Ja, ich sag dir ja was, so gegen 20.000 kann es werden. Ja, gegen 20.000 kann es werden. So grob gesagt und kam ja auch raus, ne? Ja. Super, wunderbar. Und da, dass ich hier so eine Aufgabe abgeschlossen habe, kriege ich nochmal 1000 drauf, also sind es 20.000. Ja, ja Leute, das war 3-0. Das waren entsprechende Fahrzeuge. Matilda, wie gesagt, nicht schlecht, aber kriegt auch irgendwann mal eins reingewirkt. 75mm Panzerung ist dann halt auch nicht auf die Dauer. Und daher, dass ich ja jetzt wieder gegen etwas höhere Gegner gematcht werde, obwohl ich mit was anderem reingehe, ist das halt so eine Geschichte, ne? Da kann man leider nichts machen. Ja, wie gesagt, Churchill könnt ihr auch nehmen, aber halt, hier gibt es ein paar Nachteile.
betrifft die, ja gut, panzerungstechnisch sieht schon gar nicht schlecht aus. Hier frontal, ne? Ihr seht, mit 88 und so weiter. Und so. Aber ja, mit dem Schießen hapert es dann. Gut, dann, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ne? Wenn es das hat, dann lasst einfach mal ein Like da, lasst ein Kommi da, lasst ein Abo da. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Zockertag. Und ja, man sieht sich. Bis dann, Leute. Ciao.